Ja, dann möchte ich euch ganz herzlich begrüßen zum heutigen JFD Live-Event. Heute mal wieder ja, live im Einsatz und zwar auch ein algorithmischer Ansatz. Und ich freue mich sehr, Christoph Enslin aus den USA zugeschaltet zu haben. Die digitale Welt macht es möglich. Er in Übersee bei North Carolina und wir hier im schönen Deutschland. Ich denke auch Schweiz, Österreich ist dabei. Der Raum ist prall gefüllt. Wir sind dreistellig unterwegs. Freut mich insofern sehr, sehr, dass so viel Aufmerksamkeit hier am Start ist. Das Feedback, wie gesagt, Ton und Bild sind da, Andreas. An der Stelle mal prüfen, welchen Regler du bei dir, du, 1, 2, 3, du bei dir, DDD, hier auf Down hast sozusagen und dann einfach mal hochfahren das Ganze. Ich will auch gar nicht so viel der Vorrede verlieren, denn wie gesagt, wir haben jetzt knapp 14 Minuten bis zu den Non-Farm Payrolls, US-Arbeitsmarktbericht, Hochspannung. Ich habe es auch heute schon in meinem Devisenradar-Video dokumentiert. Euro-Dollar dürfte sich bewegen. Die US-Notenbank schielt schon ganz fantastisch auf die Gegebenheiten. Die Arbeitslosenquote wird unverändert erwartet, aber es gibt ja eben auch eben die Non-Farm Payrolls, die Besetzung der Stellen, die Stundenlöhne und noch vieles mehr. Insofern wird es spannend sein zu beobachten. Was ich vorweg schicken will an der Stelle, ist der Risikohinweis. Es ist ein Live-Event, das heißt, auch Christoph wird hier mit einem Live-Account arbeiten. Das ist aber natürlich keine Handelsaufforderung. Und insbesondere gilt es natürlich auch hier zu erwähnen, dass auch wenn wir als JFD Bank mittlerweile natürlich unverändert auch den Interbankenzugang haben, es natürlich auch zu Spread-Ausdehnungen während News kommen kann und wird. Also es ist sehr wahrscheinlich, wenngleich auch das nicht mehr so massiv ist wie vor einigen Jahren noch. Aber die Spread-Ausdehnungen sind gegebenenfalls da, je nach Richtung und Bewegung der Märkte, das ist bei News immer so, gerade für die Neueinsteiger hier an der Stelle, Obacht geben, ob es jetzt die EZB ist, ob es die Fed ist oder der US-Arbeitsmarktbericht. Bei Events wird der Spread aus, sage ich mal, Volatilitäts- und eben auch Unsicherheitsgründen in der Regel immer groß. Wir bei JFD sind ja aber immer unter den Tops zu sehen, weil wir eben hier ganz vernünftig den Zugang zum Interbankenmarkt haben. Genau. Und ich suche mir gleich, ich muss jetzt mal Christoph finden hier bei den vielen Teilnehmern, meine Güte. Da bist du, Christoph. Ich werde dich gleich mal einschalten. Ansonsten, liebe Leute, schaut's bei uns vorbei. Investment Revolution ist nicht nur eine Marketing-Offerte, sondern eben das tatsächliche Maß der Dinge bei uns. Wir haben hier 1500 Instrumente, 9 Anlageklassen, kostenfreien Aktienhandel, echter Dividendentitel, ganz, ganz wichtig. Schaut's hier rein. Siemens, Allianz, was auch immer, Amgen, ihr könnt die Aktien handeln und kaufen und das ohne Kosten. Ansonsten auch bei der digitalen Vermögensverwaltung gerne mal reinschauen. Algorithmische Systeme sind hier auch ganz vorn dabei. Okay, dann werde ich jetzt mal kurz das Mikrofon anschalten von Christoph. Moment, jetzt habe ich dich. Christoph, sag doch mal Hallo in die Runde. Hallihallo, hier Hey. ist guten Morgen Christian, guten Morgen in die Runde. Ihr Na. könnt mich hören, ne? Ja, wunderbar. Ich warte mal das Feedback der Zuschauer ab, aber guten Morgen ist gut. Da hören wir wieder, dass, sag ich mal, der Christoph natürlich ein Stück weit zeitversetzt hier agiert. Ja, während wir hier schon die Nachmittagsstunden feiern, ist bei dir guten Morgen. Passt aber wunderbar, Christoph. Wie gesagt, du kannst gleich noch was zu dir sagen, zum System, zur Vorgehensweise. Grober Ansatz, wie gesagt, liebe Leute, ist so 14:45, vielleicht ein Stück weiter, wenn die Fragen noch sind. Nur als Info, Christoph wird uns auch hier bei JFD nochmal ja, beglücken im weiteren Jahresverlauf im Rahmen des Live-Programmierungs-Events. Also da einfach mal dranbleiben, was Christoph uns dann auch so zu kommunizieren hat. Und dann will ich es an der Stelle auch beenden mit meinem Intro. Wenn es Fragen gibt, liebe Leute, nutzt den Chat, wie gesagt. Und jetzt bin ich schon mal sehr gespannt, was da sozusagen abrennt in den nächsten Minuten. Der Bildschirm wird sich kurz mal ausschalten, liebe Leute, beziehungsweise wechseln. Keine Sorge, wir bleiben online. Ich werde nämlich kurz den Christoph eben hier den Bildschirm geben. Und dann Jawohl. geht's weiter. Sehr gut. Ich sehe deinen Bildschirm. Ich denke, die werten Teilnehmer auch. Gibt es da nochmal Feedback, liebe Leute? Und dann würde ich sagen, fahren wir einfach ab. Ich halte mich zurück mit Statements und Ansagen und die Bühne ist dir, Christoph. Super, vielen Dank, Christian. Guten Morgen nochmal oder schönen Nachmittag nach Europa. Christoph Enzlin hier von MindfulFX, Ihr EA-Programmierer. Ja, kommen wir gleich zur Sache. Die Open Range Breakout-Strategie, kurz ORB, was ist das genau? Und kurz noch mal ein paar Worte zu den Non-Farm Payrolls auch gleich. Aber zunächst die ORB-Strategie. Also es geht um ein EA, um einen algorithmischen Ansatz heute, der sich eben Open Range Breakout-Strategie nennt. Vielen von Ihnen wird es schon ein Begriff sein. Vielleicht ein paar noch nicht, vielleicht für ein paar ist es neu, deswegen zeige ich es mal kurz am besten, was das
was es damit auf sich hat. Ich schaue es mal hier kurz, genau hier. Ich lasse den EA mal laufen hier auf dem Strategietester von dem JFD MetaTrader, um es einfach mal zu zeigen, was hier Sache ist. Also grundsätzlich, wir gehen auf eine, wir wählen uns einen Zeitraum, der ist eben in der Regel morgens so zwischen 8 und 9 Uhr. Das ist so die Standard, ja, die meistverbreitete, der meistverbreitete Ansatz. Und da messen wir eine Range. Und das zeige ich jetzt hier gleich. Ich mache es mal schön in JFD-Farben. Habe ich mal hier vorbereitet. Und dann, genau. So, dann sehen wir hier, es wird eine Range gemessen. Das ist jetzt hier zwischen 7 und 8 Uhr. Der Trade-Server ist eine Stunde Zeit verschoben. Also das ist zwischen 8 und 9 Uhr deutscher Zeit. Das ist so der vorbörsliche Handel, wo aber schon relativ liquide ist, weil da zum Beispiel die DAX-Futures werden schon gehandelt. Die ganzen Aktienindizes, Futures in Europa und natürlich von USA, die werden da in dem Zeitraum gehandelt und dann um 9 Uhr geht der Präsenzhandel los. Da geht es wirklich los zur Sache also alle Börsen im Prinzip in Europa, sei es Paris, sei es eben Deutschland, London eröffnen da und dann geht es hier zur Sache. Und da kommt dann in der Regel einfach Bewegung in den Markt und es gibt dann Ausbrüche aus dieser Range. Dieser EA zeichnet hier einfach, der misst die Range automatisch, zeichnet ihr dann ein, zeichnet dann den Rest des Handelstages mit Linien in den Chart ein und dann sieht man hier Ausbrüche daraus. Ja, ich habe jetzt hier mal mit 50 Punkten, also das ist der S&P 500, im Prinzip unter Profis, der am meisten beachtete Aktienindex wahrscheinlich der Welt. Auf jeden Fall ein sehr, sehr liquider auch Future, an den Märkten hier gehandelt wird. Ja, und dann hier mit 50 Pips, das ist ein halber Index, 50 Punkten, das ist ein halber Indexpunkt. Wir sehen es hier, 2089, 18 auf 58. Eigentlich der Spread sogar ein bisschen enger. Aber in der Regel gibt es bei solchen Ausbruchstrategien immer ein bisschen Slippage. Also sprich schlechtere Ausführungen als theoretisch gewünscht oder gedacht oder erhofft. Und deswegen schlage ich da bei den Backtests immer ganz gern ein bisschen was drauf. Deswegen Kann ich da jetzt mal hier kurz einfach was mal. sagen, Christoph? Ja, gerne. Ohne deinen großen Fluss zu unterstören, beim S&P haben wir übrigens den Spread von den 40 oder 0,4 Dezimalstellen Punkten sozusagen während des ganzen 24-Stunden-Handels. Ganz interessant an der Stelle. Und Slippage gibt's, das muss man auch sagen, überdies auch positiv. Ja, also wir sind auch eine Bank, Schrägstrich Broker, der eben an der Stelle auch wirklich die Slippage auf beiden Seiten weitergibt. Und es gibt auch viele Kunden, die hier natürlich überwiegend positives Slippage auch einfahren. Und das sollte man auch erwähnen an dieser Stelle. Aber fahr fort, die Bühne ist dir, sorry, ich muss nur noch mal reingrätschen. Und der S&P übrigens ist der liquideste Future überhaupt. Also der, gerade auch wenn man Future Trading aktiv betreibt, dagegen ist der DAX in Anführungszeichen wirklich eine Mickey Maus. Beim S&P 500 wird richtig Volumen gehandelt. Okay, super. Jetzt müssen wir aber Gas geben, damit wir noch bis zur halben Stunde, bis zur NFP-Veröffentlichung fertig werden hier mit der Erklärung. Ja, und dann wird eben ein Ausbruch gehandelt und jetzt standardmäßig, das ist aber veränderbar im EA, ist hier eingestellt, dass drei Range-Höhen Abstand ist ein Take-Profit gesetzt. Wenn eine Range-Höhe erreicht wird als Gewinn, wird der SL auf Einstandskurs nachgezogen. Wenn zwei Range-Höhen erreicht sind im Gewinn, dann steigt ein Trailing-Stop ein. Deswegen sieht man hier dieses kleine Strichchen. Der SL wurde modifiziert. Das ist hier so der höchste Punkt, der erreicht wurde, bevor es dann wirklich in den Take-Profit lief. Im Prinzip so läuft es. Es kann natürlich auch hin und her gehen, aber gerade bei Aktienindizes, zum Beispiel hier beim S&P 500, war das in den letzten Tagen relativ profitabel. Da gab es drei Gewinndeals und keinerlei Hin und Hers. Bei Euro-Dollar und Dollar-Yen war es ein bisschen kritischer. Da ging es viel hin und her. Da war ja auch nicht viel los wirklich so im Markt. Also zumindest diese Woche war ja auch eine Holiday Week hier in den USA, gestern 4th of July, also der Unabhängigkeitstag, deswegen nicht allzu viel am Markt los hier.
Deswegen schauen wir mal, was heute passiert, ob überhaupt eine große Bewegung kommt. Es ist natürlich ein Brückentag, da nehmen auch viele Trader frei hier in den USA, viele der Profis. Schauen wir mal einfach, wie das wird. Ich zeige es Ihnen jetzt mal hier am Live-Handel. Wir haben noch 3, 4 Minuten, bis wir fertig sein müssen. Ich setze hier mal die Basisversion dieses EAs auf. Und bevor Sie jetzt alle auf meine Webseite stürmen, mindfulfx.de, und den kaufen wollen, es gibt nachher noch ein super Sonderangebot für JFD-Kunden. Habe ich kostenlos gesagt? Schauen wir mal. Sage ich nachher noch was dazu. Also dranbleiben bis zum Ende, lohnt sich. Wir müssen hier den EA erstmal mit dem Risiko einverstanden sein, mit der Lizenzvereinbarung auf True stellen. Und jetzt stellen wir hier die Range-Zeit nicht von 7 bis 7:59 Uhr ein, sondern von 7 bis 13:59 Uhr. Das ist im Prinzip der ganze Handel bis zur Eröffnung der Non-Farm Payrolls, die US-Arbeitsmarktzahlen, der monatliche Bericht vom US-Arbeitsministerium. Das ist im Prinzip eine der meistbetrachteten Wirtschaftszahlen, die außer im Non-Farm, also alles, was nicht die Landwirtschaft betrifft, die ja sehr saisonal ist, wie viele Stellen da geschaffen wurden. Ah, genau. Und ich stelle es jetzt hier mal ein, damit der Ausbruch dann gleich losgeht. Alles andere lasse ich gleich. Wir handeln bis 19 Uhr Serverzeit. Das TP-Vielfache der Range ist das Dreifache und so weiter, wie vorher erklärt. Ich will aber die maximale Dealanzahl auf 3 beschränken. Und dann handeln wir pro Deal das 0, also 0,1% vom Equity, vom Konto-Equity. Das habe ich hier gerade 2.800 € drauf. Also das wäre dann 2,80 € pro Deal, die wir hier riskieren. Und die Lot Size wird entsprechend automatisch berechnet aus eben dem Risiko, das immer die Range-Höhe ist. Da wird automatisch der Stop-Loss auf die gegenüberliegende Seite der Range gesetzt. Und eben, genau, daraus wird dann die Lot Size automatisch berechnet. So, dann können wir das hier mal hier einschalten. Das sehen wir dann gleich in 2 Minuten, was Sache ist. Ich will jetzt hier nochmal auf Dollar-Yen, nämlich mal den Deluxe EA. Da haben wir viel, viel mehr Einstellmöglichkeiten. Wir müssen hier natürlich auch wieder mal auf True gehen. Dann die Range-Endzeit als 13:59 Uhr. Das ist der Zeitstempel der M1-Kerze, das Range-Ende ist. Und es ist eben die 13:59 Uhr-Kerze, die dann eben um Genau, 13:29 Uhr genau und 59 Sekunden endet. müsstest du bei dem anderen auch noch enden. Da hat mich gerade der Adrian darauf hingewiesen, dass es ja eher 13:29 als 13:59 ist. Bei dem Ah, okay. beim Euro-Dollar auch noch anpassen. Aber das ist halt Okay, wirklich mache ich Lifetime gleich. hier. Es rennt los, ja, Christoph, unter Pressure Genau. hier. Es geht wirklich los. Also da lass dich jetzt nur nicht ablenken. Aber das ist natürlich Hochleistungssport, was du hier treibst, weil in der Genau. Regel ist man da in seinem Kämmerchen für sich allein und du legst da hier jetzt vor den Zuschauern los. Also wie gesagt, beim Euro-Dollar auch noch anpassen und dann haben wir wirklich nur noch So, ein, zwei jetzt, Minuten. genau. So, gut, ich muss weitermachen, genau. Danke für den Hinweis, mache ich gleich. Hier beim Dollar-Yen will ich die Range ein bisschen einengen. Das kann ich hier beim EA machen. Um das 0,05-fache der Range will ich sie einengen, weil ich in den Deal vor dem Ausbruch reinkommen will. Und ich eben darauf setze, dass der Ausbruch wirklich stattfindet. So, wieder 3 Deals pro Tag. Dann gehen wir nochmal in den Euro-Dollar, damit hier wirklich die Zeit eingesetzt wird. So, jetzt haben wir ein paar Sekunden für den S&P 500. Ich gehe ganz schnell durch, hier auf True und True. Dann 13:29 Uhr. Die Range weite ich hier ein bisschen aus, um das 0,25-fache, weil ich hier davon ausgehe, dass ein Ausbruch kommt, der sich wieder in Luft auflöst. Deswegen setze ich hier einen kleinen MA-Filter aus. Da sage ich gleich noch was dazu, einen ganz kurzfristigen. Ich nehme die Richtungsumkehr auf True, dass im Range-Einbrüche statt Range-Ausbrüche gehandelt werden. Jetzt muss ich Gas geben. 3 Deals. So. Und sage ich gleich was dazu. So, wir haben es gerade noch geschafft. Jetzt geht's los. Jetzt wird die Range angezeichnet. So, ich gucke mir alle mal gleichzeitig an. Und wir haben hier schon Ausbrüche. Zeigen wir es mal in groß. So, wir sehen hier im Euro-Dollar ging es erstmal jetzt hier nach unten. Der Ausbruch wurde nach unten gehandelt. Wir sehen, ein bisschen Slippage gab es. Hier
Also hier ist noch eine Sell-Deal offen. Das ist natürlich nicht von diesem EA im Dollar-Yen, sondern ich habe hier noch ein paar andere Positionen offen, die von einem anderen EA herrühren. Deswegen nicht von diesem hier verwirren lassen, sondern nur auf diesen hier schauen, der hier mit hier angezeigt wird. Also eine erste Reaktion hier auf die Non-Farm Payrolls gibt es Ausbruch. Und beim S&P 500, da haben wir ein bisschen die Range ausgeweitet. Ja, da gab es ja doch deutlich Slippage. Wahrscheinlich einfach einen riesen Kurssprung erstmal. Dollar stark. Warum auch immer, das ist ja immer so ein Wabonspiel. Man weiß nie, wie der Markt die Zahlen auslegt. Aber wir gucken mal kurz rein, wie sie reingekommen sind. Hier wurden sie noch nicht abgedatet. Mal kurz schauen. Na, das ist schade. Ich dachte, die kommen hier immer automatisch rein. Irgendwas passiert da nicht. Okay. Auch andere Webseiten haben mal Probleme. Schalten wir es mal aus. Okay, ist ja im Prinzip eigentlich auch egal, warum. Das ist so mein Einsatz. Ich schaue mir eigentlich fast nie Nachrichten an, weil es hier immer darum geht, wie reagiert der Markt auf eine Nachricht. Die Nachricht an sich kann immer gut oder schlecht ausgelegt werden von den Marktteilnehmern. Das wissen wir halt nie im Vorhinein. Genau. Und so, jetzt sehen wir aber hier, wie der EA handelt. Im Prinzip ist es jetzt einfach nur noch zuschauen. Wir haben ich mache sie mal größer, damit wir den ganzen Tag sehen. Also die Range wurde gemessen hier bei Euro-Dollar. Wir sehen es hier auch nochmal, wird es reingeschrieben, 1,12,557 auf 1,12,817. Das war eben die Range von Chart-Zeitzone 7 Uhr eben bis jetzt 13 Uhr 29 Chart-Zeitzone. Das ist also 14 Uhr 29 Kerze der deutet nach der mitteleuropäischen Sommerzeit. Genau, und jetzt kann es hier eben, jetzt müssen wir hier eben zuschauen, beim Dollar-Yen war die Range auch ein bisschen, wie war sie, von 8,87,4 auf 16,6. Ja, einigermaßen groß für so einen Freitag, der Brückentag in den USA ist, hätte ich nicht erwartet. Aber mein Gott, so kann es halt sein, ne? Man weiß eben im Vorhinein nie. Auch hier bei den Aktien ist es relativ verhalten. Wir sehen hier einen kleinen Ausbruch nach unten, nach oben. Jetzt sind wir ein bisschen auf der Unterseite unterwegs. Und genau, jetzt wollte ich hier noch kurz ein paar Sachen erklären zu dem EA, was ich hier vorher gemacht hatte. Nochmal vielleicht ein bisschen mit ein bisschen mehr Ruhe. Ich habe die Range hier ausgeweitet beim S&P 500 um das 0,25-fache, also um 25% nach unten und nach oben. Also zuerst wird die Range gemessen, die wirklich da war, und dann wird eben 25% der Range selber oben drauf geschlagen oder unten abgezogen. Damit will ich im Prinzip hier sicherstellen, dass ich nicht aus so einem Zitterer aus Versehen mal ausgeführt werde, sondern nur wenn der Ausbruch wirklich standhaft war. Dann habe ich hier im S&P vor allem noch einen MA-Filter eingeschaltet. Der macht im Prinzip Folgendes, dass er nur Long Deals zulässt, die, wenn der Kurs über dem Moving Average liegt. Das ist jetzt hier ein Exponential Moving Average mit drei Perioden, ganz, ganz kurz. Und er lässt nur Short Deals zu, wenn der Kurs unter dem MA liegt. Warum habe ich das gemacht? Weil ich hier die Richtungsumkehr auf True gestellt habe. Also, dass wir hier bei einem Ausbruch nach unten nicht Short gehen, sondern erst, wenn der Kurs wieder in die Box reingeht, dass wir hier long gehen. Das war so mein Gedanke hinter dem Deal, weil ich beim S&P eben wegen des dünnen Marktes heute von eher einer neutralen Bewegung, vielleicht einen kurzen Ausbruch, der sich dann wieder in Luft auflöst, ausgegangen bin. Und ich habe dann hier bei Richtungsumkehr können wir hier Buy-Sell abwechseln, das ist so die strikte Buy-Sell-Abwechslung, auf True stellen. Ich habe sie auf False gestellt, dass, falls wir hier ausbrechen, es gibt dann wieder einen Einbruch, ein Buy-Deal wird ausgelöst, dann dreht es, es geht in Stop-Loss, und dann würde hier beim nächsten Range-Einbruch, dürfte dann wieder ein Buy gehandelt werden. Wenn ich Buy-Sell abwechselnd auf True hätte, müsste dann der nächste Deal auf jeden Fall ein Sell sein nach dem Buy. Und das wäre eben
müsste erst der Kurs nach oben wieder ausbrechen und dann in die Range einbrechen. So können Sie eben auch die Range gegen die Ausbruchsrichtung handeln. Das ist auch eventuell sehr beliebt, insbesondere in so einer Woche wie heute, wenn Euro-Dollar sich nicht sehr stark bewegt. Genau, die Range, genau, bei so einem Ausbruchshandel, bei so einem Einbruchshandel würde ich dann das TP-Vielfache nicht auf 3 machen, sondern würde ich dann eben so eher als Mean Reversion vorgehen, dass der Kurs vielleicht auf die Range, in die Range Mitte zurückkommt, aber nicht 3 Ranges nach oben läuft. Davon würde ich in so einem Fall nicht ausgehen, würde ich dann natürlich das TP-Vielfache kleiner einstellen als eine halbe Range zum Beispiel und dann eben einen schnellen Gewinn mitnehmen und damit hat sich's. So, es sind noch ein paar andere Sachen, die man einstellen kann. Eben hier ganz wichtig, das Risikomanagement, Dealrisiko in Prozent vom Equity. Ich bin immer ein sehr vorsichtiger Trader. Manche sagen, okay, ich will 1% oder 2% oder sowas riskieren. Ich persönlich sage lieber, ich mache es mal ganz vorsichtig, ganz sachte. Ich weiß nicht, was passiert. Die 0,1% vom Equity, also wenn ich hier 2.800 Euro auf dem Konto habe, dann sind es eben 2,8 Euro, 2,80 Euro, die ich pro Deal riskiere. Und das muss ich ja dann mal 3 multiplizieren. Das könnte ich an dem Tag, an einem Handelstag verlieren. 3 mal 2,80 sind irgendwo um die 8, 9 Euro. Und das dann wiederum mal 3, weil ich 3 Charts offen habe. Euro, Dollar, Dollar, Yen und den S&P 500. Und damit kann ich sagen, okay, ich habe hier ungefähr 10% im Vor Entschuldigung, ich habe hier ungefähr 1% insgesamt am heutigen Tage im Feuer. Ein bisschen weniger, nur, eben 0,9%, aber es gibt dann auch Slippage und so weiter. Und daraus ist dann eben mein Tagesrisiko im Prinzip eher rechenbar und damit kann ich sehr, sehr effektives Risikomanagement betreiben. Das ist immer wichtig beim Traden, lieber mit geringerem Risiko arbeiten und die menschliche Gier, die muss man eben einfach immer im Zaum halten. Aber wir können unser eigener bester Freund sein, indem wir das Risiko gering halten und uns mit ein bisschen Gewinn, langsamen, stetigen Gewinnen begnügen. Das Allerwichtigste ist, dass das Konto nicht ausgelöscht wird, sondern wenn wir Verluste machen, dass die verkraftbar sind. Wir können hier dann noch einstellen, das ist in der Deluxe-Version hier in der Lot-Multiplikator. Falls wir einen Verlust machen, könnten wir die Lot-Size zum Beispiel verdoppeln, das Zweifache der Lot-Size dann beim zweiten Deal handeln. Ich mache das nicht gern, aber ich habe einige Kunden, die das mit Erfolg machen, die sehr, sehr auch mit geringem Startrisiko loslaufen und dann aber den Lot-Multiplikator einsetzen, um nach einem Verlust schneller mit dem nächsten Deal in den Gewinn zu kommen. Aber da muss man natürlich anders rechnen. Dann ist natürlich nicht 0,1 Deal im Prozent im Feuer, sondern es ist 0,1 plus 0,2 plus 0,4, wenn man es jetzt so handelt. Das sind dann schon 0,7% für dieses Symbol. Und entsprechend dann es steht das Hirn still. Das Sprachzentrum steht still. Also da müsste man es hier über 3 Symbole verteilt natürlich entsprechend multiplizieren. Mache ich nicht gern, aber wer weiß, vielleicht können Sie sich damit anfreunden und entsprechend gute Gewinne daraus erzielen. Ja, ein Wochentagsfilter könnte man noch einstellen. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Vielleicht sagen Sie, ich will nur am Mittwoch handeln, weil da die Fed ihre neue Zinsentscheidung veröffentlicht. Dann schalte ich alles andere aus, will es aber am Sonntag schon einstellen und dann bin ich die Woche unterwegs und will mich nicht mehr drum kümmern. Dann können Sie hier eben Wochentagsfilter einbauen. Ja, so viel hierzu. Ganz kurz noch, Christoph. Wie, ja.
Genau, also ich habe zwei, drei Fragen und interessant deine Feststellung nach dem Motto, wie sind denn jetzt die Daten ausgefallen? Also in erster Linie kann man ja interpretieren, dass es Dollar positiv war. Die Arbeitslosenquote ist leicht gestiegen und die Non-Farm Payrolls waren wesentlich besser als erwartet, also die extra neu geschaffenen Stellen. Und da muss man sagen, das ist sicherlich sehr überraschend positiv für den Dollar. Deswegen Euro, US-Dollar nach unten gesegelt, US-Dollar ausgebrochen. Wirklich spannend, dass war, sage ich mal, von der großen charttechnischen Analyse auch fast so zu adaptieren. US-Dollar, Schweizer Franken auch sehr, sehr stark. Aber was gut war, die Aussage nach dem Motto, ja nun, machen jetzt die Nachrichten die Preise oder die Preise die Nachrichten. Am Ende des Tages wird es gerade immer mal so gedreht, wie man es gern hätte. Aber de facto heute unterstreichen die Bewegungen tatsächlich eine Dollarstärke, einen Dollarzuspruch als solches. Und das sieht man sehr eindrucksvoll. Und der Breakout läuft ja sehr, sehr anständig sozusagen in den Profi, sage ich schon, Profit. Insofern spannend. Ich habe noch einen Teilnehmer, der fragt, bevor wir dann weitermachen, worin liegt denn der Sinn eines Algos, wenn ich eine subjektive Einschätzung zu bestimmten News und Events habe und hierbei immer die Einstellung dementsprechend verändere? Sozusagen Ganz die. wichtiger Punkt, das ist eine gute Frage. Es gibt hier verschiedene Ansätze. Also ich habe ein Setup oder an sich mehrere Setups, die wirklich stur durchlaufen, die rühre ich nicht an. Da läuft einfach der EA und gut ist auf einem Portfolio von Deals. Das läuft langfristig auch sehr, sehr gut, haben wir gute Ergebnisse mit. Ein anderer Ansatz ist eben, und so kann man das auch mit diesem EA machen, ne? Man kann sich das erstmal eine Weile lang anschauen und untersuchen, was ist eine gute Einstellung. Ich bin auch davon überzeugt, dass man mit subjektiven Einschätzungen und einem EA als Werkzeug sehr erfolgreich sein kann. Ja, das damit wird, ist es, also wenn ich den EA aufsetze auf ein Setup und das durchlaufen lasse, ist es quasi wie ein Roboter, der immer das Gleiche macht. So nehmen Sie eine Autofabrik, da wird einfach bei jedem Auto im Prinzip das Gleiche gemacht, die Windschutzscheibe eingesetzt und gut ist. Aber in einem anderen Fall sage ich, okay, ich muss da irgendwie eine Handarbeit dran machen, weil es eben weil sich die Marktgegebenheiten zu stark ändern. Und dann nutze ich auch ein Werkzeug, eben einen EA, damit ich schneller handle. Wie könnte ich denn sonst hier innerhalb von Sekunden zwei Deals eröffnen in zwei verschiedenen Symbolen? Dazu hätte ich ja gar nicht die Zeit. Ja, so schnell bin ich gar nicht. Und deswegen nutze ich gerne auch EAs eben für solche Setups, eben speziell Non-Farm Payrolls, die eignen sich dafür, hier mit dem Open Range Breakout EA zu arbeiten oder eben auch zum Beispiel bei einer Fed-Sitzung, da ist ja zurzeit eben sehr viel Luft im Markt, ja, wird die Fed jetzt die Zinsen senken oder nicht, der Markt erwartet es. Wenn sie es nicht tun, jetzt sind plötzlich wieder mehr Arbeitsplätze geschaffen worden. Vielleicht verzögert sich es dann einfach noch mal. Und übrigens dazu gleich noch mal ein Kommentar. Chris, du sagtest, es waren Dollar-positive Zahlen. Einerseits ja, die Wirtschaft läuft stärker, heißt, wir halten die Zinsen höher, das macht den Dollar natürlich attraktiver. Jetzt habe ich dazu mein Faden verloren, aber man kann es auch immer andersrum auslegen. Man sagt hier eine Dollarstärke oder warum würde der Dollar stärker werden, wenn wir die Zinsen hochnehmen? Die Zinsen könnten ja auch die Wirtschaft abwürgen, die starken Zinsen. Und je nachdem, in welcher Stimmung gerade der Markt ist, es ist immer ganz witzig, das können Sie in der Zeitung lesen, in Nachrichtenportalen, gibt es dann immer so einen schlauen Marktkommentar am Tag darauf, der erklärt ganz genau, warum jetzt der Dollar oder der DAX oder der S&P 500 in die eine oder andere Richtung gegangen ist. Aber wenn Sie es mal langfristig vergleichen, kann es eben in beide Richtungen ausgelegt werden, aber es wird so dargestellt, als wäre das so die einzige mögliche Erklärung jeweils. Also es Da ist immer gebe ich dir interessant. 100% recht. Die Nachrichtensprecher, selbe Situation, anderes Umfeld, würden zur gleichen Nachricht was völlig anderes erzählen, Genau. als sie es dann tatsächlich tun. Also insofern ist die Frage geklärt, Huhn oder Ei, was war zuerst da? Am Ende des Tages
ist es wirklich viel Interpretationsspielraum. Andreas schreibt gerade an US-Dollar Cut der Looney. Mir war auch bewusst, dass da heute gleichzeitig Daten aus dem kanadischen Markt kommen. Die sind übrigens schlechter Genau. ausgefallen als erwartet. US-Dollar kanadisch Long hatte ich auch im gestrigen Webinar bei mir angesprochen. Das ist eine schöne Trade-Idee, die sich hier jetzt auch zu manifestieren scheint. Bleibt auch auf Tagesbasis ein sehr interessanter Chart. Den Looney selber, nimmst du den da mal in den Fokus überhaupt jetzt für solche Breakouts oder hast du hier hauptsächlich eben den Euro-Dollar, US-Dollar und den S&P? Jetzt hier für diesen Fall habe ich diese drei Werte, aber der Looney wird sich da natürlich auch eignen dafür. Habe ich jetzt einfach nicht gewählt, weil ich mich auf diese drei hier fokussieren wollte. Und da hatte ich jetzt in den letzten Tagen verstärkt meinen Fokus drauf und eben auch eine Meinung zu. Und deswegen habe ich das so gewählt. Passt. Passt, passt, passt. Und jetzt ist sozusagen, jetzt laufen die Trades los und wenn sie ihre Range erfüllt haben, dann zieht sich der Take Profit nach sozusagen. Also wenn es jetzt weiter in die eingeschlagene Richtung geht. Genau, wir müssten jetzt hier schon fast an der ein R, wird es auch oft bezeichnet in diesem im Trader, Open Jargon. Trader, im ORB-Handel, also ein R, sprich eine Range-Höhe, ein Risiko, ist schon fast erreicht als Gewinn. Es muss aber als Gewinn eben vom Deal aus erreicht werden und nicht von der Box jetzt hier bei dem EA. Wenn das erreicht ist, würde der EA den Stop-Loss auf Einstandskurs erstmal nachziehen. Ich könnte es auch mal zeigen, wie es anders ist. Wir könnten den zum Beispiel hier einfach früher einschalten, dass wir bei zwischen den Trailing Stop nehmen und wir können hier die Gewinnschwelle einstellen, ab welchem Gewinn in R ausgedrückt, in Range-Höhen ausgedrückt, geht der Stop-Loss los. Das ist jetzt ab zwei Gewinnschwellen, ab zwei Range-Höhen. Wenn ich das zum Beispiel auf 0 eingebe, also wenn ein Gewinn, wenn im Prinzip ein Break-Even da ist im Kurs, wenn der Spread zumindest schon mal verdient ist, dass wir dann loslegen mit 2R Gewinn. Das wird sich jetzt hier nichts tun, weil wir noch nicht 2R im Gewinn sind. Aber wenn wir hier auf 1R einstellen, dann würde hier der Trailing Stop schon nachgezogen werden, wie wir es jetzt sehen. Wenn hier jetzt weitere Tiefs kommen würden, dann würde diese Stop-Loss-Linie entsprechend weiter nachgezogen werden. Ja, das jetzt hier nur mal so zur Demonstration, wie der EA dann entsprechend sehr, sehr viele Dinge dem Trader abnehmen kann. Genau, jetzt vielleicht kommt jetzt hier eine Umkehr in den Markt. Vielleicht sehen wir hier beim S&P 500 noch, wie hier der Kurs dann oberhalb des MAs, weil ja der MA-Filter an ist, vielleicht wieder in die Box reinläuft, dann gäbe es hier einen Deal. Müsste man mal schauen, ob das noch passiert. Aber jetzt will ich kurz was sagen. Vielleicht wollen Sie diesen EA ja haben, wenn Sie JFD-Kunde sind. Sagte ich kostenlos vorher, können Sie diesen EA kostenlos haben unter ein paar Bedingungen. Normalerweise, ich zeige es kurz nochmal, die Basisversion des EAs, wo Sie eben die grundsätzlichen Dinge einstellen können, wie die Range-Größen, die Farben, in denen die Box und die Linien gezeichnet wird und eben das Deal-Management, und auch das Risikomanagement, ganz wichtig, das gibt es schon ab 55 Euro. Und die Lux-Version mit all den zusätzlichen Einstellmöglichkeiten, die gibt es für 125 Euro normalerweise. Wenn Sie aber JFD-Kunde sind, und jetzt rufe ich hier mal die Webseite auf, die zeige ich Ihnen hier, mindfulfx.de/ORB. Chris, vielleicht könntest du die mal in den Chat reinschreiben. Mache ich auf jeden Fall. Ich wollte noch sagen, wir schicken am Ende sowieso noch an alle Teilnehmer, würde ich auch vorschlagen, Christoph, wie beim letzten Event, die Aufzeichnung und packen den Link da nochmal mit rein. Was hältst du davon? Super Idee, Chris. Genau, so Absolut machen super wir das. was. Absolut. Da Ja. geht es auch nicht verloren. Ich share ihn trotzdem jetzt, damit die Leute nochmal dabei sind und jetzt eben schauen können, was da abrennt, was du uns erzählst. Aber ich sage auch Genau. nochmal danke für das Engagement von dir, auch für die Opportunity, dass du uns sagst, hey, die Teilnehmer, die eben hier mit JFD auch kooperieren und liebe Leute, das ist sicherlich kein Nachteil. Schaut euch die Geschichte von JFD an. Wir wollen wirklich erfolgreiche Marktteilnehmer und auch Hilfestellungen. Insofern bin ich auch ganz froh, dass der Christoph da mit uns verbandelt ist. Wir kennen uns ja jetzt auch schon einige Jahre. Insofern absolut top Angebot und vielen Dank an der Stelle nochmal auch von der ganzen Company für diese Kooperation, ne? Gerne, danke schön.
Freut mich. Meine Freude. Wie sagt man auf Englisch? My pleasure. Wie sagt man auf Deutsch? Habe ich schon vergessen. Ist mir ein Vergnügen. So witzig. ja, genau. Also Sie können den EA kostenlos haben. Und zwar, Sie können sich im Prinzip auswählen, ob Sie den Basis- oder den Deluxe-Variante haben wollen. Erstens brauchen Sie ein Echtgeldkonto bei JFD. Wenn Sie noch keins haben, können Sie hier dann auf der Webseite über unseren Partnerlink dieses eröffnen. Das ist wichtig, dass Sie den Partnerlink verwenden, weil Sie, auch wenn Sie ein Konto eben schon haben, müssten Sie sich unserer Partnergruppe zuschlüsseln. Kann sein, dass Sie das von vorherigen Events schon sind, der eine oder andere von Ihnen. Aber falls nicht, einfach eine kurze E-Mail an support@jfdbank mit der kurzen Nachricht: Bitte schlüsseln Sie meinem Konto 1234, die Partnergruppe von MindfulFX, Christoph Enslin, mit dem IB-Schlüssel Enslin zu. Das reicht im Prinzip aus. Dann wird Ihr Konto meiner Partnergruppe im Prinzip zugeschlüsselt. Bringt Ihnen keinerlei Nachteile. JFD ist da fair und gibt die gleichen Konditionen, egal, also für alle Kunden, egal ob Sie den Werbepartner eingeschlüsselt haben oder nicht. Das stimmt doch so, oder Chris? 100%, da ändert sich gar nichts. Der Kunde ist ja genauso wie bei unserer Vermögensverwaltung und dergleichen. Die Konditionen bleiben unverändert. Im Prinzip ist es eine Schlüsselungsvariante und das ist eben ganz wichtig, dass man das eben kennzeichnet, eben auch im Rahmen dessen, dass jetzt hier nicht mit Verlaub, aber Hinz und Kunst da den EA abernten und am Ende des Tages ist er dann gar kein Kunde von uns oder treibt hier Schindluderei und das wollen wir eben auch tunlichst vermeiden. Insofern auch so ein Doppelcheck an der Stelle. Aber Nachteile hat Genau. natürlich hier überhaupt kein Kunde, um Gottes Willen. Geht ja wie gesagt mehr um den Win-Win. An der Stelle übrigens danke an Damien für die positiven Worte. Und ja, wir haben ja mittlerweile auch eine BaFin-Lizenz, beziehungsweise die Wertpapierhandelsbank in Deutschland ja besetzt. Und eine Frage noch von Nick. MT4, okay, da funktioniert das Tool, aber funktioniert er auch im MT5? Auch eine gute Frage. Gute Frage. Es ist ein MT4 EA, also im Moment ist es auf jeden Fall nur auf MT4 nutzbar, aber eine MT5-Version ist geplant. Das ist klar, Stück für Stück, langsam aber sicher, scheint sich der Markt Richtung MT5 zu bewegen. Ist sehr zäher Prozess, das wird sicherlich noch Jahre dauern. So lange wird es auch den MT4 noch geben. Da bin ich ganz überzeugt davon. Kann es aber leider natürlich nicht garantieren. Ja, wer bekommt jetzt, wie viel Euronen müssen Sie auf dem Konto haben, um das wahrnehmen zu können, dieses kostenlose Angebot? Für die Deluxe-Version brauchen Sie 5.000 Euro. Für die Basisversion brauchen Sie 2.000 Euro auf dem Konto. Und die ist natürlich, also die EA-Variante, die Sie da bekommen, ist auf jeden Fall Kontonummern gebunden. Also Sie können die dann auch nur auf diesem Konto bei JFD verwenden. Wie gesagt, wenn Sie es irgendwie anders einsetzen wollen, dann können Sie den EA auch kaufen hier über open-range-breakout-EA hinter mindfulfx.de/open-range-breakout-EA. Aber ich denke mal, wir sind hier unter, viele von Ihnen sind JFD-Kunden oder wollen es werden. Deswegen hier die Kontonummern gebundene Nutzungslizenz kostenlos für Sie, wenn Sie 5.000 für den Deluxe oder 2.000 Euro für die Basisversion auf Ihrem Konto haben. Dann müssten Sie auf jeden Fall noch dem Datenaustausch zwischen uns und der JFD Bank zustimmen, damit wir das einfach prüfen können und Ihnen diese kostenlose Lizenz ausstellen können. Gibt noch eine Lizenzvereinbarung mit Risikohinweis und Haftungsausschluss. Natürlich ist es keine Handelsempfehlung dieser EA. Sie setzen den auf eigenes Risiko ein. Ja, deswegen auch kann er von jedem anderen anders eingesetzt werden. Viel, viel testen, bevor Sie ihn zum ersten Mal auf dem Echtgeldkonto bitte einsetzen. Viel, viel testen, auf Backtests und so weiter. Das ist wichtig, unsere aktuellen AGBs. Und dieses Angebot ist für Sie verfügbar bis nächsten Freitag 18 Uhr. Ich habe es für eine ganze Woche gültig gemacht für diejenigen unter Ihnen,
die ein neues Konto eröffnen wollen. Das reicht auf jeden Fall aus, um ein neues Konto eröffnen. So eine Woche müsste in der Regel, also die Kontoeröffnung geht ganz, ganz schnell in der Regel, ein paar von vielleicht 1, 2 Stunden, bis es dann aber das Geld drauf ist, bis es kapitalisiert ist, kann es natürlich 1, 2, 3 Tage gehen. Hier wichtiger Hinweis, wenn Sie es kapitalisieren per Kreditkarte, fallen Gebühren an. Wenn Sie ein Dollarkonto haben oder ein Fremdwährungskonto, fallen noch höhere Gebühren an, bei Kreditkarte eben, weil dann ein ausländischer Kreditkartenabwickler das abwickelt. Also wenn Sie es am besten einfach per Überweisung machen und sich die Zeit nehmen, das Konto zu bestücken mit Euronen oder sonstigen Währungseinheiten, damit Ihnen da nichts verloren geht. Deswegen auch eine Woche Zeit, das reicht auf jeden Fall. Und dann gibt es hier eben unten das Formular, das Sie ausfüllen müssten, bitte, um den zu bestellen. Vor- und Nachname, E-Mail, die Kontonummer, die dann dafür gelten soll. Dann können Sie hier raussuchen, welche Variante Sie haben wollen. Und dann müssten Sie hier den Bedingungen zustimmen, dem Datenaustausch und der Lizenzvereinbarung. Und wenn Sie möchten, können Sie auch hier unsere Freitagsmail bestellen. Das ist aber absolut ja, freiwillig, kostenlos und natürlich auch, wenn Sie es tun, jederzeit abbestellbar. Ja, das ist es hier von Seiten des Sonderangebots. Wie gesagt, www.mindfulfx.de/ORB für Open Range Breakout. Da gucken wir doch mal, was die Deals machen. Hier hat sich der Markt ein bisschen beruhigt. Ja, sie liegen noch leicht im Gewinn, die Deals. Da lassen wir es einfach mal weiterlaufen, schauen, was hier noch im Laufe des Tages passiert. Das wird dann aber in meiner Privatsphäre sozusagen passieren, da wir jetzt wahrscheinlich zu einem Ende kommen vom Webinar. Was meinst du, Chris? Also ich dachte schon, wir lassen das jetzt mal so bis zum Close der US-Märkte 22 Uhr europäischer Zeit durchlaufen. Natürlich nicht, um Gottes Willen. Wir hatten das ja auch genauso angesetzt, so gute, sage ich mal, 45 oder 30, 45 Minuten, aber siehst du, mit 30 Minuten kommen wir gar nicht hin. Ich danke dir aber erstmal für die ausführliche Beschreibung. Es kamen auch noch ein paar Fragen. Wo ich dann zu teilen eben auch bitte, dann mit Christoph mal direkt Kontakt aufzunehmen. Eine, die kam mehrfach, ist auch die Frage, ob es die X-Datei, also die MQL4-Datei, auch dazu gibt. Die MQL4-Datei, also die Quellcode-Datei, gibt es nicht dazu. Die gibt es nur dazu, das zeige ich Ihnen mal, also nicht innerhalb von diesem kostenlosen Angebot, sondern die gibt es nur im For-Pay-Angebot. Und zwar im Zusammenhang, wir haben diesen EA entwickelt über Wochen mit einer schönen Teilnehmerschaft in einer Online-Workshop-Serie. Und diese Workshop-Serie, da haben wir Aufzeichnungen von und die können Sie auch eben bestellen. Diesen MQL4-Kurs, da lernen Sie im Prinzip, wie wir diesen EA programmiert haben, und zwar die Deluxe-Version. Und da kriegen Sie den offenen Quellcode. Ist natürlich ein bisschen teurer, klar. Da ist natürlich auch viel, viel mehr dabei. Die hier für 590 Euro gibt es den. Aber dann ist eben der Quellcode dabei. Es sind die ganzen achteiligen, ja, die ganzen 8 Workshop-Abende sind aufgezeichnet. Das sind jeweils zwischen 60 und 90-minütige Videos. Also da ist richtig viel Inhalt drin. Da können Sie sehr viel programmieren lernen. Und ja, das ist eben dann für die Quellcode-Datei die Variante MQL4-Kurs. Super erklärt. Also dann passt das. MQL4, also nochmal, wenn man kann, wenn man bei JFD beispielsweise, gerade wegen dem echten Aktienhandel, den wir ja auch haben, mit dem MetaTrader 5 jetzt nur arrangiert ist, kann man auch ohne Probleme unter MyJFD im privaten Kundenbereich ganz simpel Subkonten eröffnen und da auch MetaTrader 4, sodass dann entsprechend die Algos vom Christoph, die jetzt eben auf MT4 noch laufen oder programmiert sind für den MQL4, 4 dann dort eben praktisch einsetzen. Überhaupt kein Thema. Ansonsten natürlich ist das Angebot in Verbindung eben dessen, dass es kostenfrei diesen EA gibt, natürlich gekoppelt mit den JFD-Konten. Deswegen ja auch den Link von dem Christoph bitte benutzen und dann eben auch nochmal zum doppelten Backup sozusagen dann auch nochmal die Kontonummer mitteilen. Das dient einfach wirklich der Kontrolle, dass hier kein Schindluder getrieben wird. Aber ansonsten ist es wie gesagt so, dass für weitere Detailfragen direkt dann an Christoph wenden, da auf jeden Fall. Ansonsten Kontonummer, genau, der EA wird auf speziell nur auf ein Kontonummer, auf eine spezielle Kontonummer geschlüsselt, richtig, Christoph? Das war der Deal an der Stelle.
Genau, die Genau. kostenlose Version wird auf ein Konto geschlüsselt, auf eine Kontonummer bei JFD. Genau. Aber wenn Sie da mehrere Konten bräuchten, kriegen Sie den RA auch für mehrere Konten, aber es müssen halt alles JFD-Konten sein. Genau, ne, Und dann einfach wunderbar. mehrfach dieses Formular ausfüllen für jede Kontonummer, die da ja, für die Sie das haben möchten. Genutzt wird. Absolut richtig. Ja, wunderbar. Wie gesagt, also heute war es eben ein Stück weit wirklich mal gleich in Depüt. Also du hast ja jetzt wirklich, sage ich mal, High Pressure, kurz bevor es losgeht in Sachen Einstellungen dergleichen. Hat aber am Ende, wie gesagt, doch noch funktioniert. Insofern auch ein schönes Reinschauen. Wie eingangs von mir schon gesagt, wir erwarten hier auf jeden Fall nochmal ein Programmierevent mit dem Christoph im weiteren Na? Jahresverlauf. Da könntest du auf jeden Fall informiert bleiben. Schaut's da bei uns rein, beziehungsweise die monatlichen Webinar-Events werden ja eh, sage ich mal, gestreut. Ich share sie oder registriert euch, liebe Leute, einfach für den Newsletter, dann seid ihr eh dabei. Und ansonsten natürlich ging es auch hier um den Mehrwert, mal zu zeigen, wie man hier mit algorithmischen Systemen eben handeln kann. So ein Open Range Breakout ist auch gerade beim DAX sehr oft beliebt und angefragt. Also viele Marktteilnehmer nutzen Open Range auch für, sage ich jetzt mal, den Goldpreis oder die Asia Session mit Australdollar, US-Dollar und anderen Währungspaaren. Also kann man wirklich ein bisschen rumspielen und eben hier auch die computergestützte Variante sozusagen verwenden, um sein Trading da auf ein anderes Level zu heben. Also insofern Wahnsinn. Ich danke auf jeden Fall. Auch Wolfgang, danke für das direkt super Feedback. Super Geschichte, schreibt er. Absolut verständlich, wird im Weiteren geschrieben, etc. Vielen Dank, schönes Wochenende. Christoph, das gebe ich direkt so weiter an dich an der Stelle, auch wenn Dankeschön. du ein Stück weit später ins Wochenende eintauchen wirst, ne? Das ist natürlich dann der Zeitverschiebung geschuldet. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich auf jeden Fall, dass wir das heute wieder ganz rundherum gebracht haben. Und es gab natürlich wirklich viele Inhalte. Jetzt zum Schluss ein Stück weit Erklärung, aber wir wollten eben auch einen Mehrwert liefern für euch und nicht einfach nur darstellen und dann abschalten, sondern das ist ja wirklich was, da kann man darüber hinaus auch noch mit arbeiten, spielen, Erfahrung sammeln, hat auch mit Christoph wirklich den direkten Programmierer an der Hand, also wirklich eine geile Geschichte. Und insofern sage ich erstmal tatsächlich, wir haben es geschafft, Christoph, wir sind gut in der Time. Vielen Dank an dich nochmal für deine Zeit, für das Angebot, auch für die, sage ich mal, durchaus nicht ganz anspruchslose Action hier live bei den Non-Farm-Payrolls, sage ich mal, unter den Augen wirklich zahlreicher Leute da seinen Algo zu bestücken, zu erklären und dies und das zu machen. Und deine deutschen Skills bringen wir schon wieder auf Vordermann, sodass dir hier und da nicht das Wort fehlt. Ja, ist sehr witzig. Aber ganz ehrlich, klar, wenn man im Ausland lebt seit vielen, vielen Jahren oder speziell Amerika, dann geht das so ein bisschen runter. Aber da halte ich dich schon am Laufen, denn wir schreiben ja uns generell in Deutsch und dergleichen. Genau. Insofern, toi, toi, toi. Ja, genau. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, besten Dank strömt hier nochmal ein. Auch super Webinar, Detlef, vielen Dank, Damien, auch Rainer, danke. Also wirklich positives Feedback, das freut uns. In dem Sinne, liebe Leute, genießt das Wochenende in vollen Zügen. Christoph, wir sagen nochmal als JFD Completely, danke für deine Zeit. Wir schließen uns einfach weiter kurz, was abbrennt. Ich hoffe, euch hat es gefallen, liebe Zuschauer. Wie gesagt, E-Mail im Nachgang jagen wir auch noch raus. Und dann würde ich sagen, schönes Wochenende schon mal allen vorab. Ja, happy days. Alles klar, ich schalte gleich ab und dann eine gute Zeit. Ciao, Christoph, bis Tschüss. später. Tschüss. Ciao, Christian. Tschüss an alle.